Kiel, Montagmorgen. Eine große Versicherung hat Privatdetektiv Norbert Ziebeck dringend um ein Gespräch ersucht. Es geht um gestohlene Rinder. Sachbearbeiter Lütje erläutert Ziebecks Auftrag. Wir haben hier die Weiden markiert, wo die Kuhdiebstähle in den letzten 12 Monaten also geschehen sind. Was ganz auffällig ist beim Bauer Detlefsen, ist also die meisten Kuhdiebstähle gewesen. Und zwar jetzt 29, wovon 18 schon reguliert haben. Mhm. Und in den nächsten 3 Wochen stehen also die nächsten 11 an. Und wie viel Zeit habe ich? Ja, ich würde sagen 2 Wochen. Aufklärung von Viehdiebstählen, damit ist Ziebeck bestens vertraut. Aber seine Zeit ist äußerst knapp bemessen. In 3 Wochen müsste die Versicherung 13.000 Mark an Bauer Detlefsen in Haferwisch zahlen. Ziebeck bleiben genau 2 Wochen, um nachzuweisen, dass bei den Diebstählen etwas faul ist. Der Detektiv fährt in den Landkreis Dithmarschen. Er quartiert sich im Landhotel Auerhahn ein. Von hier aus wird er den Fall untersuchen. Wir sehen jetzt hier das Einsatzgebiet. Mit dem Hof von Detlefsen habe ich eingezeichnet. Ort ist Haferwisch. Und hier rum, der Kreis, ist das Tatortgebiet, wo konzentriert die Rinder abhandengekommen sind. Dann sind des Weiteren die einzelnen Schlachthöfe eingezeichnet, wo eventuell das Vieh schon verarbeitet sein könnte. Der Detektiv macht sich zunächst mit der Gegend vertraut. Ziebeck weiß, dass Viehdiebe ihre heiße Ware möglichst schnell wieder loswerden wollen. Deshalb interessiert er sich für die Schlachthöfe und kleinen Schlachtereien in der Umgebung von Haferwisch. Strubbe. Die Weiden von Bauer Detlefsen am Ortsrand von Haferwisch. Der Detektiv wird von nun an täglich den Viehbestand kontrollieren. In einer Flusssenke entdeckt Ziebeck die ersten Rinder. Oh, ich habe mich geirrt. Das sind ja schottische Hochlandrinder. Die suchen wir nicht. Wir können weiterfahren. Ah, das sind ja auch noch Ochsen. Das TV-Team folgt dem Detektiv zu den nächsten Wiesen von Detlefsen. Bericht in Sachen Detlefsen. Wir befinden uns in der Gemarkung Tiebensee. Auf dieser Wiese befinden sich 4 schwarzbunte und 2 rotbunte Rinder. Gemarkung Sommerhusen, Nähe Haferwisch. 3 schwarzbunte und 3 rotbunte Rinder. Am selben Abend an der Theke des Landhotels, in dem der Detektiv wohnt. Mit versteckter Kamera horcht Ziebeck den Wirt aus. Stimmt es, dass ein Großbauer in Haferwisch seinen Hof aufgeben muss? Ich kann mir vorstellen, ich will aber keine Behauptung, aber ich könnte höchstens den sein. Unser Hof, und ich habe nur gehört, dass ihn das Wasser an der Kehle sitzt. Nicht? Also, dass er muss. Das ist er nicht alleine. Das ist das ein Ortsgespräch? Oh, das ist schon ein Ortsgespräch. Aber nee, Ortsgespräch, so weiter die Leute sagen, er ist auch clever genug, er macht das früh genug. Aha. Die anderen machen das immer, wenn er zu spät ist. Einen Tag später. Der Detektiv will den Gerüchten im Dorf auf den Grund gehen. Wir fahren jetzt mal zu einem Nachbarn von Detlefsen und werden den mal ein bisschen befragen über Detlefsen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie spinnefeind die sich hier gegenseitig sind. Hier gönnt einer dem anderen nichts. Als Vertreter für Geld- und Waffenschränke sucht der Bauer Hansen auf. Über Tresore und Gewehre kommt man schnell zum Thema Kriminalität auf dem Land. Scheinheilig erkundigt sich Ziebeck nach dem Gehöft Detlefsen. Damit stößt er in ein Wespennest. Na ja, nun, die Rinder sind doch heutzutage alle versichert. Ja. Die werden doch von der Koppel leicht mal geklaut. Und ja, wenn weiß ich nicht. Ein Rind geklaut wird, dann kriegst du das auch bezahlt. Ne? Aha. Meinen Sie, dass er die doch selbst so beiseite geschafft hat? Um Gottes Willen, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Hansen behauptet, mein Nachbar versäuft Haus und Hof mit Schlachter Schlüter in Strüppel. Bisher nur Andeutungen und Gerüchte. Ist dieses die erste brauchbare Spur? Wir fahren jetzt zum Schlachter Schlüter, der mit dem Detlefsen unter einer Decke steckt. Und ich werde ihn jetzt mal in Augenschein nehmen. Guten Tag. Sind Sie der Chef? Ja, persönlich. Ich habe eine Frage. Dieses Gesicht wird sich der Detektiv einprägen. Ein Spanferkel.
Am nächsten Tag fahren Ziebeck und das TV-Team an Detlefsens Gehöft vorbei. Oh, ich sehe einen grünen Viehtransporter. Das ist ja Detlefsen und Schlüter. Wir fahren vorbei und drehen sofort auf der Straße wieder um. Also auf geht's. Wir hängen uns ran. Der Viehwagen ist aber leer, wie ich sehe. Oh, er fährt wohl zu einem Landkrug. Ich habe mich überzeugt, das ist der Schlüter. Schlüter trinkt ein Bier und ein Korn. Wir müssen jetzt mal abwarten, was sich hier weiter tut. Ob er hier nur über Nacht ist oder nach Hause fährt oder was er überhaupt vorhat. Wir bleiben dran. Kurz vor Mitternacht zwängt sich der Schlachter hinter das Lenkrad seines Viehtransporters. Schlüter fährt nach Haferwisch. Vor der Einfahrt zum Gehöft Detlefsen lässt sich Ziebeck etwas zurückfallen. Er bremst und fährt links auf den Hof. Wenig später in dieser regenverhangenen Nacht. Aus einem sicheren Versteck fängt die Nachtsichtkamera ein merkwürdiges Schauspiel auf Detlefsens Weide ein. Der angetrunkene Schlüter lässt nun Detlefsen ans Steuer. Kurz darauf rangiert der Viehtransporter vor der Schlachterei im Nachbarort Strübbel. Die Nachtsichtkamera hat diesen Viehtransport lückenlos festgehalten. Aber damit sind Detlefsen und Schlüter noch nicht als Viehdiebe oder Versicherungsbetrüger entlarvt. Denn niemand kann einem Bauern vorschreiben, zu welcher Tageszeit er seine Tiere verkauft. Dennoch hat der Detektiv für heute genug gesehen. So, unser gemeinsamer Einsatz hier in Dithmarschen ist nun beendet. Zur Sache ist zu sagen, ob Detlefsen diese Rinder an Schlüter verkauft hat, kann noch nicht gesagt werden. Wenn er sie aber als gestohlen meldet, dann ist er dran. Und wir trinken jetzt ein. Zwei Tage später im Kieler Fischereihafen Möltenort. Ein neuer Auftrag für Detektiv Ziebeck. Für einen Schiffseigner soll er die Besatzung seines Kutters observieren. Verdacht, Schwarzverkauf von Fisch. Ziebeck, guten Tag. Ja, Lütje, guten Tag, Herr Ziebeck. Guten Tag, Herr Lütje. Ich wollte nur sagen, Herr Detlefsen hat vor einer halben Stunde den Diebstahl von 4 Rindern gemeldet. Ja, dann ist er überführt. Ja. Das ist wunderbar.
Sie können ja mal in den nächsten Tagen vorbeikommen und dann regeln wir das mit dem Honorar. Ja, stimme ich mir den Termin ab. Alles klar. Ja, okay. Gut. Ich danke Ihnen. Tschüss. So, dann kann ich mich ja wieder voll auf meine Fische konzentrieren. Die Schweine, die waren hier gestern Nacht wieder drin und haben hier fast 25 Kästen Leergut gestohlen. Ne? Das ist die Hosen oder der Schaden? Naja, der Schaden, der beträgt sich ungefähr 70 Pfennig pro Flasche und die Kiste 6 Mark, rund 15 Mark für jede Kiste. Ne? Oh, und das Ganze ist jetzt in den letzten 3 Monaten 9 Mal schon passiert. Ne? Und jetzt hänge ich natürlich mit der Versicherung dran, die haben 7 Mal bezahlt und jetzt lehnen die das ab, weiter irgendwie was zu bezahlen. Ne? Ich meine, wenn das so weitergeht, die Klauerei hier, dann können wir den Laden ja dicht machen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie davor Anzeige erstattet bei der Polizei? Ja, wir haben Anzeige erstattet, aber es ist halt noch nicht, gar nicht draus geworden. Die Klauerei geht hier lustig weiter. Ne? Burg Stargard, 10 Kilometer südlich von Neubrandenburg. Walter Gieske, Chef des größten Getränkemarktes am Ort, ist wütend. Bereits über 200 Kästen wurden aus seinem Leergutlager gestohlen. Gesamtverlust 4.000 Mark. Gieskes letzte Hoffnung, Detektiv Lange aus Neubrandenburg. Ja, hier ist Stande. Da haben sie sich da die Kisten, die Paletten hingestellt. Und da hieven sie das Zeug dann über den Zaun rüber. Bisher kamen die Diebe nie häufiger als einmal pro Woche. Deshalb beginnt Langes erste Observationsnacht erst 5 Tage nach dem letzten Einbruch. Er und das TV-Team fahren mit unbeleuchteten Autos zu ihrem Versteck am Leergutlager. Nachtsichtbrillen ermöglichen eine Orientierung in diesem düsteren, unwegsamen Gelände. Kennt der Detektiv keine Angst? Oh ja. Also, er sagt, er hätte keine. Ich glaube, der lügt. Die Diebe könnten bewaffnet sein. Hat Lange für diesen Fall bereits einen Plan? Was jetzt die konkrete Situation betrifft, kann man das immer erst sagen, wenn es soweit ist. Kälte und Nässe kriechen in die Autos. Uhr morgens. TV-Team und Detektiv beenden ihren nächtlichen Einsatz. Langes Kollege Höppner wird wenig später die Getränkemärkte in der Umgebung aufsuchen. Ich suche ein paar Leute, die bei Ihnen Flaschen abgeben in Riesenmengen. Ich nehme nie mehr an als 30. Oh, keine Ausnahmen. Warum? Du machst Arbeit. Wenn ein guter Kunde kommt, nicht? Nein, ich nehme nicht mehr als 30. Gut. Ich habe gar nicht den Platz. Detektiv Höppner weiß, irgendwo müssen die Diebe die teuren Pfandflaschen wieder loswerden. Doch welcher Kiosk, Getränkeshop oder Supermarkt nimmt überhaupt Leergut in großen Mengen an? Hallo? Tag, können Sie mal aufmachen? Ja. Sagen Sie. Sagen Sie, ist es hier ein Leergut-Annahmestelle oder haben Sie hier. Ne, wir nehmen grundsätzlich Leergut an. Ja, auch Pepsi-Flaschen und Cola ja, und so was? An Haras nehmen wir auch eine größere Bestände. Na, auch? Das ist eigentlich die Ausnahme, dass wir größere Bestände annehmen. So 20, 30 Kisten, so auf einmal? Das ist selten, dass einer so viel bringt. Aber schon vorgekommen? Es ist schon vorgekommen. Wann? Also lange Zeit ist es noch nicht her. Und was war das, eine Firma oder wie? Ja, nee, das waren, ich glaube, es war eine Person, die das gebracht hat. Die haben das aber rucki-zucki abgeladen und dann sind sie wieder losgefahren. Keine heiße Spur am ersten Tag. Für Detektiv Lange hat längst die zweite Nacht am Leergutlager begonnen. Achtung, Klaus, ich glaube, wir kriegen Besuch hier. Wir fahren los. Wir kommen. Über Funk alarmiert Lange die Detekteizentrale. Aber es wird einige Minuten dauern, bis seine Kollegen Höppner und Rückmann hier eintreffen. Von mir weg. Wir stehen genau auf dem Weg. Wir haben jetzt Licht ausgemacht. Halt durch. Wir feuern. Scheiße, wir fahren so weiter. Kann nicht wahr sein. Mensch, wir werden jeden Moment bei euch. Dann kann ich ja wieder umdrehen. Scheiße. Naja, ich habe ja wenigstens das Kennzeichen.
Na, wir hauen ab, du. Okay. Augenblicke später, der zweite Alarmruf. Jetzt kommt wieder Besuch. Wir drehen, du. So sieht das in 4 Mann da. So, wir fahren wie die Kapotten, wir sind da. Gleich, warte, warte. Wir sind jetzt an der Brücke. Halt durch. Festgefahren haben. Ich fahre jetzt mal hinter die. Du müsstest von der anderen Seite kommen. Die Detektive nehmen mit ihren beiden Autos die verdächtige Limousine in die Zange. Doch die 4 Insassen sind nicht die Flaschendiebe. Sie gehören zu einer Bürgerwehr, die seit kurzem in dieser Gegend Patrouille fährt. Den Dicken mit dem Pudel, den kennen wir gut. Hat sich schon öfter mal in dieser Richtung produziert und Schutz angeboten für einzelne Unternehmen. 7 Männer schieben das Auto der Bürgerwehr aus dem Morast. Über den Rest der Nacht schreibt Lange in seinem Bericht keine besonderen Vorkommnisse. Am nächsten Morgen setzt Höppner seine Ermittlungen fort. Ich suche ein paar Typen, die massig Leergut abliefern. Bei mir kommen in letzter Zeit nur 2 Typen. Letzte Woche waren sie gerade erst wieder da und haben eine größere Menge Leergut abgegeben. Größere Menge, was ist das denn? Die hatten letzte Woche, ich glaube, so um die 10 Kisten rum. Nur Bier und Cola hatten sie auch noch. Naja, wieso? Das ist doch besser, man lädt hier ab, als den Hund stehen zu lassen und die Umwelt zu verpesten. Die müssen im alten Krabi tun. Wie, was? Mein Krabi, Frieda, wer lädt da was ab? Naja, ich war da gestern spazieren und mein Hund ist mir ausgerutscht. So, und dann bin ich ihm hinterher und da habe ich ihn dann für meine Werbung gesehen. Und zwar am Melkstand. Höppner kennt den verlassenen Melkstand am Trabi-Friedhof. Aber wer waren die Männer, die hier so viel Leergut ablieferten? Ich habe mir die Nummer noch aufgeschrieben, weil mir das schon sehr seltsam alles ein bisschen was jetzt finde. Na, hoffentlich. Ja. Hier. Ein Trabi mit Neubrandenburger Kennzeichen. Der Detektiv bittet einen Kollegen, den Halter dieses Fahrzeugs festzustellen. Er selbst fährt zum alten Melkstand. Dort war der Supermarktangestellten am Tag zuvor ein Flaschenlager aufgefallen. Tja, das ist ein Zwischenlager hier. Ist klar, hier stehen noch genügend Kisten rum. Und solange hier unten genügend Flaschen sind, passiert bei uns da oben gar nichts. Da können wir jede Nacht liegen und frieren. Hier, von der Seite. Sieht man hier. Offenbar hatten die Diebe noch keine Gelegenheit, die zuletzt gestohlenen Flaschen loszuwerden. Detektiv Lange hat inzwischen den Halter des Trabi ermittelt. Er wohnt in dieser Neubrandenburger Siedlung. Routinemäßig klopfen die Detektive zuerst das Umfeld ihrer Zielperson ab. Wir suchen Herrn Ralf Bonse. Schon mal den Namen gehört? Ralf Bonse? Der wohnt da hinten in der 16. Ja. Der wohnt da mit seiner Mutter. Was wollen Sie denn von dem? Ja, eine Arbeitsstelle vermitteln. Arbeitsstelle vermitteln? Der ist erst vorgestern mit dem blauen Auge nach Hause gekommen. Was meinen Sie, was das für einer ist? Wollen Sie, das ist der Lange. Mein Name ist Höppner. Wir wollten gern zu Ralf. Wir hatten Ralf? Angesprochen. Ralf ist nicht da. Mhm. Wo finden wir denn ihn? Was wollen Sie denn von ihm? Er hatte doch neulich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Körperverletzung und vielleicht könnten wir in der Schadensregulierung und mit Versicherungen so ein bisschen ihm helfen. Da hätten wir ein gutes Angebot für ihn. Tja, ich weiß nicht. Also er ist sicherlich daran interessiert, das zu wissen. Und wo würden wir ihn denn jetzt finden? Ja, der ist in der Arbeit. Und wo ist er? Ja, in einem Malerbetrieb. Und welcher ist das hier? Da muss ich erst nachgucken. Moment. Aber hier in der Stadt, ja? Ja. Ja. Kleinen Moment. Ja, danke. Hier ist es. Bei einer Firma Wolle in der Wilminer Straße. Aber vor 2 Tagen hat der Malermeister Ralf Bonse rausgeworfen. Die Detektive erfahren, dass der junge Mann zurzeit bei seiner Oma wohnt. Tag dir, Herrn. Ja, fleißig beim Bauen. Ja, müssen wir mal. Hat das Ärger gehabt?
Boah, wie man nimmt. Hm? Eine kleine Rafferei. Du schickst dann, der will seine leeren Flaschen wieder haben, beziehungsweise das Geld dafür. Hm? Ja? Ich weiß nicht, was sie meinen. Was wollt ihr eigentlich? Ich weiß nicht, was sie meinen mit leeren Flaschen. Der war der Kumpel hinterher abgehauen. Ja, mein Kumpel hört die hier. Wer ist der weiter? Weiß ich nicht. Auch beim Thema leere Flaschen stellt sich Ralf zunächst taub. Die Detektive packen ihre Beweismittel aus, Zeugenaussagen und Zwischenlager am Milchstand. Jetzt legt der Flaschendieb ein Geständnis ab. Frankfurt am Main, Stadtteil Riederwald. Montags bedient Margot Dräger in ihrem Frisiersalon nur wenige Stammkunden. Ein besonderer Kunde ist heute Privatdetektiv Wolfgang Gunkel. Hier versteckt er seine Minikamera. Haben Sie Probleme, Frau Dräger? Ja. Was kann ich da für Sie tun? Ganz einfach, mein Mann betrügt mich, habe ich das Gefühl. Und zwar, Sie fühlen es oder haben Sie Gewissheit? Nein, ich habe eben nicht die Gewissheit, ich fühle es einfach nur. Und zwar hat er mittlerweile immer mehr Schichten, die eigentlich gar nicht möglich sind. Und zwar arbeitet er als Bademeister in Bad Homburg in der Taunustherme. Mhm. Und habe ihn jetzt also beobachtet. Sie selbst? Ja, und zwar einfach nur, ich habe ihn, das Verdacht einfach, weil er so viele Schichten hat. Mhm. Bin ich also hingefahren, habe mir einen Tag freigenommen, habe ihn geguckt. Und plötzlich hatte er Mittagszeit und konnte mit mir nach Hause fahren. Du müsst also mit schon mal zwei Tage ihn observieren. Und der Preis, also ich würde Ihnen in Rechnung stellen, pauschal ungefähr 1500 Mark am Tag. Also inklusive alles. Müssten also mit 3000 Mark rechnen für die zwei Tage. Gut, gut. Könnte man das machen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein älteres Foto, das ist schon 5 Jahre und das ist ganz neu. Ja, kann man verstehen, das ist ein gut aussehender Mann, ne? Aber ich meine, das heißt nicht, dass ich keine gut aussehende Frau bin, aber Sie wissen ja, wie es so geht, ne? Ich will Ihnen da keine Blumen schenken, aber er ist so ein Typ, der wird also gefragt, ne? Das ist ja auch kein Problem, da kann er ja sagen, was los ist, dann stimmt die Sache ja auch. Aber ich meine, so geht das nicht, andauernd Dienst haben und keinen Dienst haben. Wollen Sie sich scheiden lassen oder wollen Sie nur wissen, wer das macht? Ich hätte eigentlich lieber gern gewusst, wer es ist. 3 Stunden später. Der Detektiv auf dem Weg in die Bad Homburger Taunustherme. Er weiß nur, Bademeister Dräger ist ein Mann, der bei Frauen ankommt. Und die Spätschicht seiner Zielperson endet um 22 Uhr. Gunkel mischt sich als Badegast unter die Besucher. Unauffälliger als hier kann sich ein Detektiv kaum tarnen. Sehen Sie meinem Mann 2 Tage lang auf die Finger. So lautet der Auftrag der Friseurmeisterin. Bademeister müsste man sein. Er weiß, dass er gut aussieht. Aha, die Blonde, die schmeißt ihm böse Blicke zu. Aber jetzt macht er den Milchmann. Hat er schon zum 3. Mal Probe gemacht. Das muss ja wohl auch nicht sein. Jetzt fasst er sie zärtlich um. Das ist auch nicht die erste, die aus dem Basel geholt hat. Wenn ich jetzt ins Wasser reinfalle, dann wird er mich mit Sicherheit nicht rausholen. Was soll ich denn seiner Frau heute Abend erzählen? Ja, da würde ich ja mal sagen, dass er den Superhirsch hier magiert. Naja, ihm wird es ja auch leicht gemacht. Geschmack hat er, da kann man nichts sagen. Da spielt mit dem Feuer der Junge. Die Kleine ist jetzt ein bisschen sauer, die Schwarze. Na, das hätte ich aber nicht gemacht, was er da gemacht hat gerade.
Das TV-Team hat sich auf dem Balkon versteckt. Von hier aus steht es über Funk mit dem Detektiv in Verbindung. Augenblicke später beobachtet Gunkel, Bademeister Dräger verschwindet mit einer blonden Frau im Erste-Hilferaum. Und ich bin für jeden Vorschlag dankbar, der mich aus dieser Zwickmühle herausbringt. Eine halbe Stunde lang spielt der Detektiv den gelangweilten Fernsehzuschauer. Soll ich sein? Ernst Körner von Kempten. Gunkel weiß jetzt, warum der Bademeister in letzter Zeit angeblich so viele Überstunden leisten musste. Aber wo lebt die attraktive junge Dame, die Herrn Dräger so am Herzen liegt? Die Fahrt endet in der Nähe der Galopprennbahn. Ach, so ist prima. Also fährt sie heim. Auch Bademeister Dräger hat das Apartmenthaus angesteuert. Ach, das Wasser bringt er auch schon mit. Na, dann geht es aber schon etwas länger, wie seit gestern, seit heute. Das ist ja schon familiär, ist es ja schon. Nur einen Tag observiert und schon überführt. Am nächsten Abend will Gunkel sein Honorar von der Auftraggeberin abholen. Eine böse Überraschung wartet auf ihn. Die Friseurmeisterin hat ihrem Mann verraten, dass sie einen Detektiv engagiert hat. Geh mal los hier. Spionierst du mir nach, ja? Was geht dich das an, ne? Ja? Weißt du was, was willst du los, ja? Mein Freund, ich schau dir gerade in die Schnauze, du Dreckschwein. Du schlägst keine, du. Du hast deinen Beruf, ich hab meinen Beruf, oder wie sehe ich das? So macht's überhaupt nichts. Ich spreng dich um, du Sau, du. Ja, du bringst mich nicht um, du gehst auf die Ohren, du Scheißtyp, du. Was soll der Scheiß? Du bist der Freund, du Sau, bitte bleib! Hör auf, deine Sau! Erst 14 Monate später ist Detektiv Gunkel wieder auf den Beinen. Ich bekam bei diesem Anschlag 7 Kugeln. Das war natürlich eine Riesenoperation. Ich lag ein Jahr im Krankenhaus. 21 Tage war ich nach der Tat, war ich bewusstlos. Und wenn ich bedenke, dass ich mit 7 Kugeln davongekommen bin und der Täter sich mit einer selbst gerichtet hat, bin ich also froh, dass ich hier noch vor Ihnen stehen kann.